Schüler aus dem Internat. Hat sich ganz schön abgeschossen. Die Uhrzeit schon? Ja. Geht's auch etwas genauer? Wie genau brauchst du es denn? Vincent Briner 16 Alkoholintox. Mhm. Können Sie sich erinnern, wie viel Sie gestern getrunken haben? Einiges. Es war eine lange Nacht. Können Sie mir sagen, woher die Schmerzen kommen? Seit wann geht das so, Herr Briner? Keine Ahnung, jetzt machen Sie endlich was. Mir geht's echt dreckig. Henny, sofort auf Intensivstation. Ich hol Markus, ja. Warum konntest du nicht weiterbauen? Marie, ich hab dir das gesagt. Mir ging's nicht gut und... Warum lügst du mich schon wieder an? Deine Hand hat gezittert. Marie, meine Hand hat heute Morgen in der OP das allererste Mal... Das ist Blödsinn, Markus! Ich weiß jetzt, was wirklich los war. Du konntest gar nicht weiter operieren. Du hattest deine Hand nicht mehr unter Kontrolle. Setzen Sie sich doch. Mir war nur ein bisschen schwindelig. Und jetzt geht es mir wieder gut. Tja, während ich meinen Tomatensaft bestellt habe, gab es für dich eine Bloody Mary. So, Frau Dr. Jung, hier. Und, wie sieht's aus? Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger. Haben Sie Frau Dr. Jung gesehen? Ach, Frau Dr. Jung ist im Labor. Ah, dann gucke ich da. Danke. Ja, bitte. Ah, Isabel. Ich habe tierische Unterleibsschmerzen. Ich brauche dringend was Krampflösendes. Wie sind die Schmerzen? Zieht. Okay. Dann nimm Magnesium und trink heute Kamillentee. Keinen Kaffee, okay? Ich und Kamillentee? Dann kann ich hier sofort ans schwarze Brett tackern, dass ich schwanger bin. Ich brauche eine schnelle Lösung. Du weißt, dass du damit den Fötus gefährdest. Willst du das jetzt doch? Nein, natürlich nicht. Sonst hätte ich den Termin ja nicht abgesagt. Dann sag mir endlich, was ich nehmen kann. Nimm dir eine Wärmflasche und leg dich hin. Jens, ich kann hier jetzt nicht weg. Dann nimm eine halbe Minute an, aber wirklich nur eine halbe. Und sieh zu, dass du deinen süßen Hintern zu mir in die Praxis bewegst. Ich möchte mir dich nochmal anschauen, okay? Okay, danke. Arschloch. Jetzt sofort in den OP. Dr. Markus Lindner hier. Ja, wie viele männliche Lindners gibt's denn in dem Krankenhaus, Schwester Isolde? Ja. So, bereiten Sie OP3 vor. Wir haben Verdacht auf Speiseröhrenriss. Bohave-Syndrom. Ja. Ja, genau, wir sind auf dem Weg. Bis gleich. Tschüss. Mein Gott, noch. Nee, keine OP, bitte. Ich hab das öfter, dass ich brechen muss. Sagen Sie mal, haben Sie schon wieder was getrunken? Nein, hab ich nicht, echt nicht. Bitte keine OP. Das muss sein. Oder wollen Sie innerlich verbluten? Hm? Schön, dann sind wir uns ja alle einig. Okay, auf. Schwester Henriette, sagen Sie den Chefs Bescheid. Ja, danke.
Morgen, Papa. Einen wunderschönen guten Morgen, Prinzessin. Wo ist Melanie? Schläft die noch? Die ist bei ihrem neuen Vater. Die macht so eine Art Schnupperkurs. Rühr oder Spiegel? Egal. Omelette. Okay. Warte mal, Papa. Doch lieber gekocht. Woher hast du die Eier? Aus der Küche, das ist der Ort, wo man sowas normalerweise findet, es sei denn, man lebt auf einer Hühnerfarm. Das ist mein Ei. Gibst du mir das bitte? Hast du es gelegt? Nein, das ist mein soziales Verantwortungsei. Ich dachte schon, es sei von einem glücklichen Huhn. Schau, hier ist die Unterschrift von meiner Lehrerin. Ein Ei mit Widmung. Ja, ein paar von uns müssen 2 Tage auf so ein Ei aufpassen, durchgehen. Und Luki dokumentiert das. Aber nachts schläft es schon durch. Witzig, Papa. Entschuldige. Bernheimer? Ja, ich bin gleich da. So gut wie unterwegs, ja. Entschuldige, Schatz, ich muss in die Klinik. Darüber reden wir noch. Ach, und nur für den Fall, dass dir das eine nicht reichen sollte, ja? Hab dich lieb, Schatz! Was machst du denn hier? Ja, wonach sieht's denn aus? Markus, du darfst noch nicht operieren. Wer soll denn sonst operieren? Entschuldigung, Herr Kollege. Darf ich? Ja. Hallo. Geht's dir nicht gut? Ja, es geht mir wunderbar. Nimmst du deshalb heimlich Tabletten? Ralf, mach dich nicht lächerlich. Isabel, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann kannst du jederzeit... Unbedingt. Lass mich einfach in Ruhe. Ah, Frau Professor. Ah. Du nimmst Magnesium? Ganz genau. Und wozu, wenn ich fragen darf? Beruhigt das Nervenkostüm. Das brauche ich, wenn ich täglich mit dir arbeite. Auch einen? Solltest du aber. Steigert die Hirnfunktion. Die ganze Eisache geht mir jetzt schon auf die Nerven. Hey, keine Widerrede. Vicky, erstens, du hast eine 5 in Mathe. Zweitens, du hast eine 5 in Sozialkunde. Okay, Mathe ist gelaufen. Aber in Sozialkunde kannst du immer noch mit einer 2 ausgleichen. Indem ich 2 Tage lang auf ein rohes Ei aufpasse, wie auf meinen eigenen Augapfel. Und dadurch meine soziale Kompetenz erweitere, bla bla bla. Sehr richtig. Also. Was ist eigentlich, wenn ich das Ei einfach in eine Schublade tue und nach 2 Tagen wieder rausholen? Klar, kannst du alles machen, aber ich soll das alles filmisch dokumentieren. Schon vergessen? Dumm gelaufen. Ja, witzig. Weiß ich doch selber. Aber wenn irgendwas schief geht, dann bin ich geliefert. Ja? Dein Vater dreht durch, wenn du sitzen bleibst. Das mit dem Schulprojekt, das hat er schon geschluckt. Und du hängst mittendrin, also bitte verplapper dich nicht bei deiner Mutter. Hey, jetzt hör mal auf zu zicken. Echt, ey. Thank you.
Na Sorgen, Frau Kollegin, ich sehe nichts mehr. Na, die Ösophagusperforation ist doch weiter fortgeschritten, als ich dachte. Ja, gerade noch rechtzeitig. Gut gemacht, Frau Kollegin. Sagen Sie das meinem Mann. Soweit hätten wir es. Wollen Sie mir das Nähen abnehmen? Ja. OP ist soweit gut verlaufen. Aber alles Weitere erklärt Ihnen dann der Herr Dr. Jung. Sehr schön. Das heißt also, der Chefarzt ist auf dem Weg? Nein. Der Herr Dr. Jung ist der leitende Oberarzt. Der Chefarzt ist der Dr. Bernheimer. Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Gibt's ein Problem? Ja, das Problem ist, Schwester Ursula, dass ich meiner Versicherung seit Jahren viel Geld für das Anrecht auf eine Chefarztbehandlung zahle und nicht für so einen leitenden Oberarzt. Reisinger ist mein Name, ich bin die Pflegedienstleitung. Und jetzt sag ich mal was, Herr Brenner. Wenn wir auf die Chefarztbehandlung, die Sie fordern, gewartet hätten, dann hätten wir einen Buben verbluten lassen müssen. Weil er das lieber gewinnt. Sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit mir? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ja, das weiß ich. Sie sind ein besorgter Vater, der es jetzt gerade mal ein bisschen im Ton vergreift. Das kann ich in Ihrer Situation durchaus verstehen. Ja, aber das jetzt ist... Lass doch gut sein, Karl. Hauptsache dem Jungen geht es wieder besser. Und? Wollen Sie jetzt weiter streiten? Oder wollen Sie lieber noch einem Kind schaffen? Ja, das. Also, bitteschön. Jetzt ging es dann rein zum Vincent. Und die Ärzte erklären Ihnen dann alles Weitere. Welcher auch immer. Danke, Schwester Ursula. Dankeschön. Eigentlich so schwer daran, einen Kompressionsverband zu wechseln. Können Sie mir das ganz kurz mal erklären? Haben Sie an dem Tag in Ihrer Ausbildung gefehlt oder was ist das Problem? Also wenn Sie die Zeit nicht haben, um beim Herrn Borowski vorbeizugehen und Ihre Kündigung einzureichen, dann kann ich das auch für Sie übernehmen. Gibt es doch irgendwelche Fragen oder warum gucken Sie so? Nein, Herr Doktor. Ja, los, dann ab! Scheiße! Meine kaputte Hand kann nichts dafür, dass das gerade runtergeflogen ist. Habe ich irgendwas gesagt? Dieses Nichtstun, das macht mich einfach wahnsinnig. Da muss ich euch noch beim Operieren zuschauen. Was soll ich dazu denn jetzt sagen? Marina, musst du gar nichts dazu sagen. Ach, das trifft sich aber gut. Ich habe gerade mit der Oberschwester gesprochen. Was war denn da drin los mit dem Brina Junior? Ach, der hat mehrfach Blut erbrochen. Naja, mit Verdacht aufs Boyer-Helves-Syndrom habe ich dann eine Not-OP angeordnet. Die hat Herr Dr. Jung mit meiner Frau zusammen durchgeführt und intraoperativ hat sich der Verdacht leider bestätigt. Ja, da haben Sie doch dem Bengel wahrscheinlich das Leben gerettet. Ja, die Eltern bestehen immer noch auf ihrer Chefarztbehandlung. Hätten Sie nicht wenigstens mit denen reden können? Ja, was hätte ich zu denen denn sagen sollen? Hätte ich sagen sollen, da steht zwar Doktor drauf, ist zurzeit aber keiner drin? Stellen Sie sich mal nicht so an, Lindner. Sie sind da immer noch Arzt. Gut, Sie dürfen im Moment gerade nicht operieren, aber das wird schon wieder. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, was Sie meinen. Als vertrauensbildende Maßnahme den Eltern gegenüber, da ist es vielleicht nicht so schick. Komm. Aber dafür gibt's ja mich. Ach, Herr Bernheimer, noch eine Kleinigkeit. Der Junge muss hier im Krankenhaus irgendwie an Alkohol gekommen sein. Hier? Hat er den mitgebracht? Ich meine, der kann doch im Delirium nicht sein Kindermädchen schicken. Das weiß ich nicht, ob er das kann.
Auf jeden Fall hat er ein Alkoholproblem und das nicht erst seit gestern. Das bestätigen auch die Blut- und Leberwerte. Na, dann drücken Sie doch den Eltern mal die Daumen. Kann ja alter werden. Haben Sie es jetzt bald, Schwester. Ich würde nämlich gerne ein paar Takte allein mit meinem Herrn Sohn sprechen. Ich überprüfe gerade die Vitalfunktion und Ihr Sohn sollte sich wirklich schonen nach der OP. Ja, aber er wird sich sehr wohl anhören können, was ihr ihm zum Song habt, nicht? Und es hat nicht Zeit bis später. Na, hat's nicht, weil ich muss zurück nach Weihing. Eine Brauerei, die regelt sie nicht von der Lohr. Und ich muss im Gegensatz zu meinem Herrn Sohn für mein Geld arbeiten. Ja. Das haben wir jetzt alle verstanden. Der junge Mann soll lernen und sie nicht sinnlos das Hirn zerschütten. Aber es tut mir leid. Es tut mir leid. Vincent, nicht reden. Die Nähte sind noch nicht verheilt. Aber seine Ohren funktionieren ja offenbar noch ganz gut. Sag einmal, was denkst denn du dir eigentlich? Hast du mir nicht versprochen, dass du die Finger von dem Klump lässt? Du, mein Lieber, wenn das nur einmal passiert, dann... So, jetzt langt's mir! Wenn Sie nicht respektieren können, dass Ihr Sohn Ruhe braucht, dann bitte verlassen Sie das Krankenzimmer. Sie, ich bin der Vater und ich zoll die ganze Chose da. Karl-Heinz. Und ich arbeite hier und es wäre wirklich besser, wenn Sie beide draußen warten. Sie haben mir überhaupt nichts zum Sagen. So schaut's aus. Ich habe die Verantwortung für das Wohl Ihres Sohnes. Bitte? Sie? Jetzt hat auch schon so eine Schwester da die Verantwortung, was? Ja, Ihnen scheint die Genesung egal zu sein. Sie, ich werde mich auf alle Fälle über Sie beschweren. Gell? Komm, lass gut sein. Sie hat ja recht. Komm, wir gehen jetzt. Mal, das, so das bleibt Ihnen unbenommen. Also, ich beende jetzt meine Arbeit. Und Sie nehmen sich die Zeit, um sich zu beruhigen. Gehen Sie einen Kaffee trinken. Dann können Sie mit Ihrem Sohn sprechen. Einverstanden? Meine Tasche, ich gehe sie gerade holen. Warten Sie, ich mach das. Dass du dich immer so aufspielen musst, wenn Fremde dabei sind. Ja, ja, ist ja klar, dass das jetzt kommen muss, gell? Wir sind ja nicht in Feigen. Schlimm, wenn hier niemand reagiert, weil der Herr Brauereibesitzer mit dem Finger schnippt, oder? Ihr Sohn schläft jetzt. Und ich kann Sie wirklich nur bitten, dass Sie ihm die nötige Ruhe geben. Cafeteria finden Sie im Erdgeschoss. Danke, Schwester. Du wolltest was sagen? Gott, dass du überhaupt nur in den Spiegel schauen kannst. Bitte, liebes Ei, du darfst nicht kaputt gehen. Nicht in den nächsten 2 Tagen. Krass. Du sprichst schon mit dem Ei. Ja, lieber als mit dir. Ich muss kurz auf die Toilette. Und das Ei? Was soll damit sein? Du verletzt deine Aufsichtspflicht. Ich ernenne dich zum Babysitter. Ich zahle natürlich in Cola. Wieso bin ich eigentlich immer der Depp? Lassen Sie mich raten, das Ehepaar Briner nehme ich an. Mein Name ist Dr. Bernheimer, ich bin der behandelnde Chefarzt. Angenehm, Briner. Das wird jetzt aber Zeit. Mein Sohn hat nämlich... Ein Anspruch auf Chefarztbehandlung, ja, ich weiß. Aber diesen Anspruch auf Chefarztbehandlung hat er nur, wenn der Chefarzt auch da ist. Aber das bin ich ja nun. 2 Möglichkeiten. Entweder Sie regen sich weiter auf oder Sie reden mit mir über den Zustand Ihres Sohnes. Der ist nämlich mehr als bedenklich. Das Ei im Stellas. Was machst du denn da?
Mann, hast du mich erschrocken. Das kann jetzt nicht wahr sein. Mann, haben wir Glück gehabt. Shit. Ihr Sohn musste wegen einer Ösophagus-Perforation operiert werden. Es ist ein Riss in der Wandspeiseröhre. Oh Gott. Ein sogenanntes Boerhaave-Syndrom. Wenn so etwas passiert, dann darf man vor allem keine Zeit verlieren. Meine Kollegen haben also alles richtig gemacht, indem sie sofort notoperiert haben. Hätten sie mich erst aus der Bereitschaft geholt, dann wäre ihr Sohn inzwischen tot. Ist Ihnen bekannt, ich meine, wissen Sie, ob Ihr Sohn sich in letzter Zeit häufig übergeben musste? Ich weiß nicht, das tut mir leid, aber Vincent ist im Internat seit einem halben Jahr ungefähr. Aber erzählt hat er nichts, oder? Ja, da wissen Sie, wir reden ja nicht so viel miteinander. Aber gegen so einen Magendingsbums, da kann man doch sicherlich ja Tabletten geben oder sowas. Ja, gegen so einen Magendingsbums hätten wir sicher eine Tablette. Könnte auch mit dem Magen zu tun haben. Nur spricht viel mehr dafür, dass die Leberwerte, Blutalkoholgehalt und vor allem die unglaubliche Fahne, die Ihr Sohn vor sich her trägt, dass er ein Alkoholproblem hat. Ja, was wollen Sie jetzt damit sagen? Bloß, wenn wir mir eine Brauerei besitzen, dass wir mir alles auffahren wie die Birschenbinder. Nee, das will ich damit nicht sagen. Ich habe nur gesagt, das Problem könnte auch mit dem Magen zu tun haben. Ich meine, auf diesem Internat, auf dem er da ist, wird es doch sicher die eine oder andere Party geben. Ne? Eben. Könnte. Ja. Könnte. Spricht einiges dafür, dass Ihr Sohn in letzter Zeit mehr und häufiger trinkt, als ihm gut tut. Der Doktor meint es doch nur gut. Ja, 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 du. Bitte. Ja, danke, dass Sie uns aufgeklärt haben, Dr. Bernheimer. Wenn Sie dann einmal die Ursache gefunden haben für die Probleme meines Sohnes, dann drehen wir wieder weiter, gell? Und jetzt möchte ich gern zum Vincent. Kommst du, Renate? Danke, Dr. Bernheimer. Wenn Sie ruhig bleiben, habe ich nichts dagegen. Es gibt dann doch immer wieder Leute, bei denen hätte ich gerne die Narkosespritzen meiner Frau. Herr Dr. Bernheimer, ich bin mir ganz sicher, das schaffen Sie auch ohne die Narkosespritze der Frau. Schwester Henriette, sagen Sie, ist der Brina Junior, also ist er genauso wie sein Vater? Ja, also als er eingeliefert worden ist, da hatte er die Nase ziemlich weit oben. Aber das hat sich ganz schnell gelegt. Jetzt ist er ziemlich schwach. Oder er tut nur so. Kann ja auch sein, dass er einfach bloß keinen Stress haben will mit seinen Eltern. Na, Sie scheinen sich ja auszukennen. Meinen Sie, der säuft nur im Internat? Also ich meine, es könnte doch sein, dass er trinkt, weil er so das Gefühl hat, abgeschoben worden zu sein. Also wenn er noch zu Hause wäre, dann würde er erst richtig saufen. Gut, ich brauche noch mal das volle Programm. Also komplettes Labor mit allen militärischen Ehren. Und melden Sie mir den Junior doch mal zur Gastroskopie bitte an, ja? Alles klar. Dr. Bernheimer, Schwein. Hab ich eigentlich immer Schuld, wenn bei dir was schief läuft? Hör auf, jetzt abzulenken. Diesmal geht es nicht um dich. Mit einem gesprungenen Ei kriege ich bestenfalls eine 4. Ja, diesmal, ja? Ich wollte dir nur helfen. Hättest du gelernt, dann hättest du dieses Problem überhaupt nicht. Klingt ja schlimmer als mein Vater. Mach doch deinen Scheiß allein. Ach, und jetzt gibst du auf? Ich mach doch sowieso nur alles falsch. Okay, es tut mir leid. Auf einmal. Tut mir wirklich leid. Geht doch. Und was machen wir jetzt? Vielleicht sprichst du einfach mit deinem Vater und warnst ihn vor, dass du wahrscheinlich eine Ehrenrunde machen wirst. Bist du bescheuert? Der tickt doch völlig aus. Obwohl? Mein Vater.
Hey. Hey. Ich bin's, deine Frau. Also früher ist dir zu dem Thema mehr eingefallen. Früher waren wir auch noch ein Paar. Wie war es in Genf? Ach, dir ist aufgefallen, dass ich nicht da war. Du hast es mir gesagt. Du willst also wissen, wie es auf dem Kongress war, hm? Wenn ich das wissen wollte, wäre ich hingefahren. Schwieriger Fall? 16-Jähriger mit Boerhaave-Syndrom. Alkohol? Vermutlich, ja. Die Eltern wollen es nicht wahrhaben. Das ist schlimm. Wie geht's eigentlich Vicky? Ist Mutter geworden. Die ist was? Mutter von einem Ei. Hier ist irgend so ein albernes Schulprojekt. Da sollen sie irgendwie soziale Verantwortung und irgend so einen Quatsch lernen. Mhm. Naja, wenn sie es schon nicht von ihrem Vater lernt. Ja. Sehr lustig, Frau Kollegin. Sehr lustig. Warst du schon bei Dr. Schrink? Ja. Und wie läuft's? Großartig. Ich meine, was erwartest du denn, dass der zwei Stückchen aneinander schlägt, einmal Buhu ruft und dann ist wieder alles in Ordnung? Jetzt nicht wieder sauer werden. Nein, aber ich bleib dem OP fern, ich mach meine Gesprächstherapie und den ganzen Tag nur Papierarbeit. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ich kann ja wirklich verstehen, wie du dich fühlst, aber... Mama, das bedeutet mir so viel, dass du das auch noch verstehen kannst. Opa kann mich verstehen, Marie kann mich verstehen, der leitende Oberarzt kann mich verstehen. Gut, der kann jeden verstehen, aber ich glaube, selbst Lady Hämmchen, irgendwo in ihrem kleinen Köpfchen kann mich auch Frau Dr. Jung verstehen. Bernheimer. Der kann mich nicht verstehen. Aber gut, der kann sowieso niemanden verstehen. Ja. Physiologisch können wir sämtliche Ursachen für einen Tremor ausschließen. Ich bin doch nicht bescheuert. Eine Psychotherapie heißt ja nicht, dass du bescheuert bist. Meine Güte, das weißt du besser als ich. Solange deine Hand nicht gesund ist, hältst du dich vom OP fern und ziehst deine Gesprächstherapien durch. Das ist eine dienstliche Anweisung. Hast du mich verstanden? Ist das jetzt dein Ernst? Ist, habe ich doch gerade eben alles gesagt. Entschuldige bitte. Übrigens, Lady Helmchen finde ich gar nicht so schlecht. Was hast denn du da? Gib mir mal das her. Also klappst das, Vincent. Du bist doch frisch operiert. Ist nur zum Entspannen. Ach, geh, zum Entspannen gibt's Schmerzmittel. Das ist jetzt konfisziert. Und du, Mesut, bist zu gut und schaust, ob da noch mehr da ist. Also eigentlich sollte ich ja nur deine Infusion checken. Obwohl, das können wir uns ja auch sparen, wenn du weiter in die Scheiße da nicht reinkippst. Also. Machst du das Maul auf oder soll ich jetzt allen Ernstes deine Schränke durchsuchen? Ich habe alles im Griff. Frisch operiert und dann zur Flasche greifen. Alter, ich habe alles im Griff, sieht bei mir anders aus. Thank you.
Mahlzeit. Na super. Es muss doch höllisch wehgetan haben beim Schlucken. Du brauchst es, oder? Weißt du, ich will dir jetzt keinen Vortrag halten. Aber wenn du nur ansatzweise der coole Typ bist, der du gerne wärst, dann würdest du dir eingestehen, dass du ein Problem hast. Du glaubst, du hast es unter Kontrolle. Wie hat sich das angefühlt, als du es vorhin in dich reingekippt hast? Ja, sieh's ein, Vincent. Du bist abhängig. Müsste einmal täglich von ihrem Hausarzt gewechselt werden. Alles Weitere steht dann im Arztbrief, den Schwester Ines ihm gleich mitgibt. Gut. Wiedersehen. Herr Dr. Jung, haben Sie mal eine Sekunde für mich? Ich bräuchte mal Ihren kollegialen Rat. Da kommen Sie ausgerechnet zu mir. Ja, das fällt mir auch nicht so leicht, das können Sie mir glauben. Also? Um welchen Patienten geht's denn? Markus Lindner. Meine Hand, die will nicht so, wie ich will. Das muss doch irgendwelche Ursachen haben. Sind die Beschwerden denn nicht zurückgegangen? Ich wüsste jetzt gar nicht, warum. Warum kommen Sie damit ausgerechnet zu mir? Weil Sie mein behandelter Arzt sind, weil Sie sich mit meinem Fall am besten auskennen und weil Sie gut sind. Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Können Sie sich das Ganze einfach noch mal mit dem unverstellten Blick anschauen? Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie irgendwas übersehen. Wir. Danke. Mach ich. Ja. Herr Dr. Jung, ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden, wenn Sie das Ganze nicht so in die große Glocke hängen könnten. Ich habe in den letzten Tagen schon für genug Rede gesorgt. Schon klar. Vielen Dank. Billig war der nicht? Herr Dr. Bernheimer. Den muss er doch schon bei der Einlieferung dabei gehabt haben. 25 Jahre alt. Wer? Der Vincent? Der Whisky. Ist doch wirklich zu schade, dass so guter Stoff so gefährlich sein kann. Ach, Wesund. Hast du noch was gefunden? Aber er hat gestanden. Und er zeigt erste Entzugserscheinungen. Tja, dann müssen wir substituieren. Leiten Sie bitte die üblichen Maßnahmen ein. Dezapin 5, Überperfusor etc. Wieso? Ich werde da mal ein ernstes Wort mit den Eltern reden. Ja. Ja, du wirst doch nicht ohne was unterwegs sein, oder? Du bist wirklich schamlos. Jetzt hast du es mir aber gegeben, Karl-Heinz. Kennen Sie den? Haben wir gefunden. Wo? An den Lippen Ihres Sohnes. Ja, das ist meiner. Das ist ein Geschenk von meinen Jagdfreunden. Oh, klar. Stellt sich die, wie ich finde, berechtigte Frage, warum ist er dann bei Ihrem Sohn? Was weiß ich. Wahrscheinlich hört er sie ausklingen.
Klar, weil Ihr Sohn hat ja kein Alkoholproblem, ne? Sie sagen es, Herr Doktor. Ist erstaunlich, dass Ihr Sohn da schon einen Schritt weiter ist. Er hat das nämlich selber zugegeben. Ja, wie denn? Wir können kaum reden. Ihr könnt es auch in die Zeitung schreiben. Die würden es ja eh nicht hören. Du wirst künftig besser drauf aufpassen müssen, Spatzel. Mach ich. Wirklich unglaublich, ja? Hey, hier geht es doch nicht darum, ob Ihr Sohn einen Schluck mehr oder weniger trinkt. Hier geht es darum, ob Ihr Sohn das überlebt. Also, es geht um das Leben Ihres Sohnes. Ja, die Operation wird ihm eine Mahnung sein. Mahnung? Ja. Verzeihung, Ihr Sohn ist süchtig. Ja, dann reden wir am besten noch mal mit ihm. Ja. Nein, das werden Sie nicht. Wir werden seine Entzugserscheinungen ab heute substituieren und ich werde ihn nicht zum Trinken animieren, indem ich Sie beide zu ihm lasse. Was wollen Sie mir damit sagen? Sie haben mich schon verstanden, Herr Brenner. Das ist mein Sohn und ich bestimme, wann ich mit ihm rede. Ja, und hier im Haus ist er mein Patient und ich bestimme, was für ihn gut ist und was nicht. Beschweren Sie sich von mir aus bei der Frau Professor oder bei der Ärztekammer. Am besten gleich beim lieben Gott, dem kann Ihr Sohn die Nachricht dann auch gleich persönlich überbringen. Markus sagte? Ja, er hat mich gebeten, nochmal einen Blick drauf zu werfen. Wieso gibt's was Neues? Das müssen Sie ihn selbst fragen. Ich bin seine Frau. Ja, davon habe ich gehört. Aber im Moment ist er mein Patient. Stichwort Schweigepflicht. Also gut, bis später. Dr. Jung? Frau Dr. Egger? Stefan! Isabel! Hast du ein OP frei für mich, für das Geschwür von Frau Meierling? Wir müssen die Haut transplantieren. Schau mal, was sich machen lässt. Hm. Ist das die Akte von Dr. Lindner? Isabel, bitte. Meine Güte, Stefan, stell dich nicht an. Ich biete dir ein Konsil an aus der Sicht der Wiederherstellung Chirurgie. Kostenfrei. Also, was ist jetzt mit der OP von Frau Meierling? Mein Gott, der muss ihn mir aus der Tasche genommen haben, als die Schwester und Sohn das im Zimmer geworfen hat. Ich kann es auch nicht ändern. Du verstehst es nicht, oder? Was? Er weiß, dass du was dabei hast. Das ist das Problem. Ach, jetzt bin ich wieder schuld, ja? Ja, ich bin's jedenfalls nicht. Alles gut. Weil ich nichts trinke. Vielleicht fühlt er sich von dir abgeschoben. Du wolltest schließlich, dass er ins Internat geht. Ja? Warum denn wohl, hm? Weil ich ihm den Anblick ersparen, weil seine eigene Mutter stockbesoffen neben dem Kamin flackten zum Sehen. Das hat ja prima geklappt. Jetzt liegt er selbst im Krankenhaus. Gib her. Das ist das Einzige, was dich interessiert, oder? Hm? Du widerst mich dermaßen an. Und das ist der Grund dafür. Dieses gottverdammte Dreckszeug. Sein ganzes Leben habe ich ihn davor beschützt und vor dir. Das ist nicht wahr. Also auf den Bildern ist nichts zu sehen. Tja, so weit war ich auch schon. Aber? Ich glaube ihm. Wir haben irgendwas übersehen. Also wenn du willst, dann schaue ich ihn mir noch mal an. Nein, ich rede mit ihm. Sagen Sie mal, Herr Dr. Jung, welchen Teil meines Satzes haben Sie nicht verstanden? Das nicht an die oder große Glocke hängen? Dr. Litter, ich kann Ihnen das erklären. Okay, dann bin ich mal gespannt. Weil ich ab und zu ein Glas trinke, soll ich Vincent zum Alkoholiker gemacht haben? Spinnst du? Ab und zu? Das geht doch schon seit Jahren so. Sag mal, glaubst du, ich bin blind?
Glaubst du, die merkt es nicht, wenn du nachts daherkommst und sagst, Schatz, ich brauche noch frische Luft, um deine Schnapsflaschen in der Nachbarschaft zu entsorgen? Ohne Alkohol ist das Leben mit dir doch gar nicht zu ertragen. Dein Gewesen und deine Brauerei, ja? Deine ganzen Empfänge, deine Probleme. Immer nur du, du, du. Mein Gott, wie mich das alles anwidert. Und dann schickst du auch noch Vincent weg. Ich hasse dich. Du verstehst es wirklich nicht, oder? Vincent trinkt, weil du es ihm vorlebst. Aber damit ist jetzt Schluss. Hör auf, gib's her. Geh weg. Verstehst du das nicht? Du bist Alkoholikerin. Du schlägst mich. Du Mistkerl, du schlägst mich. Das scheinst du es ja nicht mehr zu begreifen. Du Arschloch, du! Verfluchtes Arschloch! Ach, ich doch, du bist doch nicht ein! Ich habe es nicht! Einzige Frau in Ruhe! Warum redest du nicht mit mir darüber? Du hast schon wieder Geheimnisse. Marie, das ist doch hier überhaupt nicht der Punkt. Doch, genau das ist der Punkt. Es tut mir wirklich leid, aber wenn ich sehe, dass eine Frau geschlagen wird, dann... Mein Mann mich schlagen, wie kommst du denn darauf? Du hast dem Brina eine reingehaut? Er ist mir direkt gegen den Ellenbogen gerinnt. Ja, und du glaubst, das entschuldigt das jetzt alles? Ihr Sohn, liebe Frau Brina, spuckt Blut, weil er sich aufgrund übermäßigem Alkoholkonsum so auf die Seele aus dem Leib gekotzt hat, dass seine Speiseröhre inzwischen aussieht wie ein Schweizer Käse.